Das geile Teil hier nennt sich Oszilloskop. Bei mir hier ist es ein Oldtimer von Hameck, ein Modell 312-8. Ja, -8, wie bei Mercedes. Ja, vielleicht auch nicht ganz so populär. Neben dem Multimeter ist ein Oszilloskop so das zweitwichtigste Handwerkzeug eines Elektronikers. Alleine schon über die Funktionsweise von diesem Ding und was man damit alles anstellen kann, könnte ich gewiss locker 3 Folgen Gästechips machen, aber keine Angst. Wir beschränken uns hier auf das Notwendigste und unseren Anwendungsfall, das externe Netzteil. Gästechips 47, das Oszilloskop. Erstmal einschalten, das Ding. Es muss ein wenig vorglühen. Es ist zwar kein Diesel, aber Baujahr 1981 und unser kleiner Kathodenstrahlmonitor hier braucht etwas Zeit, bis er uns etwas darstellt. Auf dem Bildschirm erkennen wir ein Koordinatennetz, welches uns das Ablesen erleichtern soll. Wir haben 2 Achsen. Das hier ist die X-Achse, daran lesen wir die Zeit ab. Und das hier ist die Y-Achse, welche uns die Höhe der gemessenen Spannung angibt. Und damit wissen wir nun auch schon, für was ein Oszilloskop hauptsächlich gut ist. Wir können uns damit die zeitlichen Verläufe von Spannungen anschauen. Mit dem Multimeter können wir eine Spannung quantitativ erfassen, also die Höhe der Spannung messen. Und mit dem Oszilloskop können wir uns die Spannung zusätzlich anschauen und ihren zeitlichen Verlauf qualitativ beurteilen. Ich weiß, das ist eine Wahnsinnsansage, ja klar. Aber es ist alles halb so schlimm, ehrlich. Sodala! Unser Gerät ist auf Temperatur, das Bild ist da. Ich stelle es mal noch ein wenig scharf am Fokus und schiebe die Linie genau in die Mitte. Das ist nun unsere Nulllinie, ein gerader Strich, Flatline sozusagen. Wir messen nichts. Also sehen wir hier nun 0 Volt. Richtig interessant ist das Messen mit einem Oszilloskop bei Wechselspannungen. Aber an unserem externen Amiga-Netzteil hier, welches wir aus der vorherigen Folge noch kennen, erwarten wir ja nur Gleichspannung. Und eben das wollen wir nun sicherstellen, dass eine saubere Gleichspannung herauskommt. Warum dies nicht der Fall sein sollte? Naja, dazu muss man das Prinzip der Gleichrichtung kennen. Wir kriegen aus der Steckdose ja 230 Volt Wechselspannung mit 50 Hertz. Mit einem Oszilloskop gemessen würde diese Spannung etwa so aussehen. Positiver Anteil, Durchgang durch den Nullpunkt und ein gleich großer negativer Anteil. Et voilà, das ist die Wechselspannung. In unserem Netzteil steckt ein Transformator oder eine entsprechende Schaltung, welche die Spannung reduziert. Das muss sein, denn der Amiga läuft ja mit plus 12, minus 12 und plus 5 Volt. Keinesfalls aber mit den 230 Volt der Steckdose. Die heruntertransformierte Spannung ist dann aber immer noch eine Wechselspannung, hat also einen positiven und einen negativen Anteil. Nun gelangt die Spannung in den Gleichrichter, welcher klassischerweise aus 4 Dioden besteht, dem sogenannten Brückengleichrichter, und den negativen Anteil der Wechselspannung bildlich gesprochen nach oben klappt. Und so sieht das Ergebnis aus. Keine Wechselspannung mehr, da es keinen negativen Anteil unterhalb der Nulllinie mehr gibt, sondern eine sogenannte pulsierende Gleichspannung. Die taugt aber für den Betrieb immer noch nichts. Diese Berge und Täler da, die müssen platt gemacht, also geglättet werden. Und so nennt sich dann auch der folgende Verarbeitungsschritt, die Glättung. Dies geschieht durch den gezielten Einsatz von Kondensatoren und/oder Spulen. Und so kriegen wir dann am Ende, je nach Güte der Schaltung, eine halbwegs stabile Gleichspannung heraus. Warum interessiert uns das? Tja, Kondensatoren, und das wissen wir Amiga-User ja nur zu gut, haben kein ewiges Leben. Das trifft auch auf andere Bauteile zu, klar. Es kann jetzt gut sein, dass der zur Glättung eingesetzte Kondensator nicht mehr sauber arbeitet und uns daher eine stark pulsierende Gleichspannung raushaut, was durchaus die Ursache für Betriebsprobleme sein kann.
Man stellt sich da nur einen Raum vor, der mit gedimmten Lampen beleuchtet wird, und es spielt dauernd so ein Dödel am Dimmer herum. Hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Da wirst du auch ein Hirsch früher oder später. Und eben das wollen wir nun mit dem Oszilloskop überprüfen. Wir wollen eine perfekte, schnurgerade Linie auf unserem Bildschirm sehen, ohne irgendwelche Schwingungen. Was könnten wir da mal als Anschauungsbeispiel hernehmen? Ja, wieder unsere 9 Volt Blockbatterie. Denn chemische Spannungsquellen, was die Batterie ja ist, sind die einzigen, welche von Haus aus überhaupt imstande sind, eine saubere Gleichspannung abzugeben. Woran das jetzt liegt, erkläre ich hier jetzt nicht. Nehmt es einfach mal so hin, wie es ist. Andersherum können chemische Spannungsquellen alleine keine Wechselspannung erzeugen. Dafür braucht es immer einen Generator. Und um jetzt den Kreis doch noch zu schließen, unsere 230 Volt aus der Steckdose werden im Kraftwerk generiert, eben durch einen Generator. Aber ja, jetzt ist genug geseiert. Am Oszilloskop müssen wir, wie am Multimeter auch, erstmal unseren Messbereich einstellen. Wir stellen den Kanal auf DC, also Gleichspannung. Wir haben hier zwei Kanäle zur Spannungsmessung zur Verfügung, könnten also theoretisch zwei Spannungen gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellen. Das ist dann sehr nützlich, wenn man Spannungen vergleichen möchte. Aber benutzen wollen wir hier jedoch nur einen Kanal. Die Skala, die wir hier einstellen können, wird in Volt pro Zentimeter angegeben. Ein Zentimeter ist ein solches Kästchen da. Wollen wir also nun 9 Volt gut ablesbar darstellen können, müssten wir die Raste 1 Volt pro Zentimeter verwenden. Theoretisch. Jedoch hat unser Tastkopf, unsere Messsonde hier, einen sogenannten Tastteiler drin, der ein Verhältnis von 1 zu 10 hat. Deswegen stellen wir statt 1 Volt 0,1 Volt pro Zentimeter ein, geteilt durch 10 eben. Jetzt würden wir auf dem Bildschirm aber ein kleines Problem mit der Höhe kriegen, denn von der Nulllinie in der Mitte bis ganz nach oben haben wir nur 4 Kästchen Platz. Selbst wenn wir die Nulllinie ganz nach unten schrauben, könnten wir damit nur maximal 8 cm, also umgerechnet 8 Volt darstellen. Also ändern wir das Ganze nochmal, indem wir auf 0,2 Volt pro Zentimeter gehen. Was erwarten wir nun? Dass die Linie um 4,5 cm nach oben wandert. Der Maßstab ist ja halbiert und 2 mal 4,5 macht eben die zu erwartenden 9 Volt. Die Richtung nach oben bedeutet positive Spannung und wir messen hier ja ganz brav von Plus nach Minus. Tastköpfe gibt es in unterschiedlichen Bauformen. Bei diesem hier gibt es eine kleine Klemme für den Wasseranschluss und mit dem anderen Kontakt geht es an den Pluspol, an das zu messende Potenzial. Zack, passt. Super, ne? Perfekte Linie, absolut traumhaft. Wenn unsere Spannungen aus dem Amiga-Netzteil jetzt auch so aussehen, dann haben wir gewonnen. Probieren wir es doch gleich mal aus. Den Masseclip klemmen wir an den Ground Pin. Wir wollen nun die plus 5 Volt gegen Ground messen, genauso wie wir das in der letzten Folge mit dem Multimeter gemacht haben. Also rechnen wir bei jetziger Einstellung mit einem Signalausschlag von 2,5 Kästchen. 2,5 mal 2 gibt 5. Ja, das passt. Ein wenig flimmert die Linie. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das durch die Kamera erkennen könnt, aber das ist okay. Nehmen wir nun als nächstes die plus 12 Volt an. Hier wollen wir also eine Abweichung von 6 Kästchen sehen. Jep, das ist auch passend. Kann man so stehen lassen. Und nun noch die minus 12 Volt. Dazu müssen wir die Nulllinie nach oben verschieben, denn bei negativer Spannung wird der Ausschlag ja nach unten gehen. Ja, und was sehen wir jetzt da? Eine sogenannte Sägezahnspannung. Ja, keine saubere Gleichspannung, aber wir können beruhigt sein. So sehen die minus 12 Volt bei den leichten Schaltnetzteilen eben aus, wenn keine Last angeschlossen ist. Wenn wir hingegen ein altes, schweres Netzteil mit einem echten Transformator im Inneren hernehmen, so sehen wir zwar auch einen Sägezahn bei minus 12 Volt, aber einen deutlich kleineren. Woher diese Schwingung da kommt,
werden wir gleich erkennen. Wir merken hier aber auch, dass es nur etwa 5 Kästchen sind, also etwa minus 10 Volt und keine minus 12. So viel hatten wir zuvor in der letzten Folge ja auch mit dem Multimeter gemessen, von daher passt das auch erstmal ins Bild. Da es sich bei dieser Spannung hier gerade anbietet, spielen wir mal mit der anderen Einstellmöglichkeit am Oszilloskop, der sogenannten Zeitbasis. Hiermit können wir bestimmen, wie viel Zeit uns pro Kästchen auf der X-Achse dargestellt werden soll. Wir können das Ganze so verziehen, dass wir fast eine gerade Linie erreichen oder andersherum derart verlangsamen, dass wir eigentlich gar nichts mehr ablesen können, sondern nur noch einen springenden Punkt haben. Mit den beiden Extremeinstellungen kann man aber herzlich wenig anfangen. Idealerweise stellen wir das Ganze jetzt wieder genau auf die Grenze zwischen flimmernder und nicht mehr flimmernder Darstellung ein. Man kann hier jetzt ablesen, dass während eines Periodenganges, also von einem gesetzten Ausgangspunkt bildlich gesprochen, einmal nach oben und einmal nach unten, bis wieder der Ausgangspunkt erreicht ist, 20 Millisekunden vergehen. Und 20 Millisekunden entsprechen unseren 50 Hertz. Die kennen wir. Die kommen aus der Steckdose. Alles in allem kann man sagen, dass sich unsere Messungen mit dem Multimeter jetzt am Oszilloskop bestätigt haben und dass, abgesehen vom Sägezahn minus 12 Volt, sich unsere Erwartungen an schöne lineare Gleichspannungen bestätigt haben. Prüfen wir gerade nochmal eine Runde falsilistisch, weil das Wort so schön ist, und stellen auf AC, also Wechselspannung, um. Hier wollen wir nichts sehen, denn wir wollen ja keine Wechselspannung haben. Und ein Glück, wir sehen auch nichts. Die Linie kehrt stets wieder auf 0 zurück, so soll es sein, kein Wechselspannungsanteil. Wonderful! Wie in der vorherigen Folge wollen wir nun auch nochmal das Ganze unter Last messen. Also schließen wir wieder unseren Amiga an. Gehen wir nun wieder nach und nach die einzelnen Spannungen ab, wie gehabt mit dem gemeinsamen Ground, entweder an einer beliebigen metallischen Fläche hier oder am Pin 7 des seriellen Ports. Am seriellen Port liefert Pin 9 plus 12 Volt, Pin 10 minus 12 Volt, und der Pin 7 der Joyports liefert plus 5 Volt. Unser besonderes Augenmerk gilt hier nun den minus 12 Volt, dort wo wir zuvor den Sägezahn gesehen haben. Tja, und da zeigt sich nun, dass die Spannung minus 12 Volt unter Last praktisch ideal ist. Sieht deutlich gesünder aus als ohne Last. Und das ist nur einer von vielen Gründen, warum man ein Schaltnetzteil eigentlich nicht ohne Last betreiben soll. Vorhin sagte ich, dass es mit dem Oszilloskop erst bei Wechselspannungen so richtig Spaß macht. Also machen wir mal eine kleine Exkursion zum alten Commodore C64 Netzteil, denn hier haben wir auch AC, also Wechselspannung. Zu diesem Zweck allerdings muss ich meinen Tastkopf hier umbauen und einen zum Einsatz bringen, der vorne eine etwas schmalere Krogo-Klemme an der Masseverbindung hat. Und ich muss beachten, dass ich hier jetzt kein Teilungsverhältnis durch 10 mehr habe, sondern dieser Kopf ist 1 zu 1. Ne, da fällt zumindest das Umrechnen weg. Zunächst prüfen wir hier wieder die anstehende Gleichspannung. Das können wir ja mittlerweile. Plus 5 Volt sollen es sein. Und zwar zwischen Pin 5 und Pin 2. Beim Raster stelle ich also nun ein 5 Volt pro Zentimeter. Also erwarte ich einen Ausschlag von einem Kästchen nach oben. Und jawohl, da sind sie, 5 Volt Gleichspannung, einwandfrei.
Jetzt stellen wir unser Oszilloskop von DC auf AC um, denn zwischen den Pins 6 und 7 haben wir 9 Volt Wechselspannung anstehen. Ja, und das hier, meine Damen und Herren, das hier nennt man eine Sinuskurve. Na, wenn auch keine ganz saubere Sinuskurve. Der perfekte Sinus würde so aussehen. Man sieht hier also bei der Messung, dass die Kurve ein wenig abgeflacht wird. Das ist aber nicht weiter dramatisch. Nun ist es bei Wechselspannung aber so, dass man die effektive Höhe der Spannung nicht einfach so vom Bildschirm des Oszilloskops ablesen kann. Denn wenn wir von dieser Talsohle hier bis hoch zum oberen Scheitelpunkt die Kästchen zählen und unser eingestelltes Raster dazu ins Verhältnis setzen, so müssten das hier 15 Volt sein. Naja, und 15 Volt sind definitiv zu viel. Die 15 angezeigten Volt sind der sogenannte Spitze-Spitze-Wert. Also von der unteren Spitze bis zur oberen Spitze geschrieben wird das Ganze USS. Wenn man aber den vertrauten Effektivwert haben will, also den Wert, welchen wir auch mit dem Multimeter messen können und welcher der Schaltung im Endeffekt auch effektiv zur Verfügung steht, so gilt folgende Formel: USS, also hier 15 Volt, geteilt durch Wurzel aus 2 und so kommen wir dabei auf 10,7 Volt. 10,7 Volt effektiv. Messen wir diesmal mit dem Multimeter gegen. Auch hier darauf achten, dass wir auf AC umschalten müssen. Ja, und da haben wir es. 10,7 Volt. Passt also alles wunderbar zusammen. Allerdings ist das nun schon ein Verschmiss von knapp 20% im Verhältnis zum Zollwert 9 Volt. Naja, nicht sonderlich berühmt, klar. Aber nie vergessen, wir messen auch hier ohne Last. Schauen wir uns den Sinus nochmal genauer an. Die X-Achse, also die Zeitbasis, haben wir bislang vollkommen vernachlässigt. Dabei kann man hier wunderbar ablesen, welche Frequenz die Spannung hat. Wir zählen einfach die Kästchen ab, welche vom Anfang der Schwingung bis zu deren Ende reichen. Hier kommen wir nun, wieder unter Berücksichtigung der eingestellten Skalierung, auf 20 Millisekunden. Mit Millisekunden können wir aber in unserem Sprachgebrauch nicht allzu viel anfangen. Die Millisekunden hier entsprechen der Periodendauer und das ist wieder so ein Begriff, von dem wir lieber die Finger lassen. Gerade als Männer, ne? Nehmen wir von der Periodendauer allerdings den Kehrwert, so erhalten wir 50 Hertz. Ein viel netteres Ergebnis, wie ich finde. Mit Hertz können wir umgehen und wir wissen hier ja auch, dass die 50 Hertz genauso aus unserer Steckdose kommen. Mit den 50 Hertz haben wir übrigens wahnsinniges Glück, denn wir haben ein stehendes Signal auf dem Oszilloskop. Bei anderen Frequenzen würden wir hier möglicherweise ein wanderndes Signal sehen. Und sowas ist nicht gerade einfach abzulesen, geschweige denn zu analysieren. Hierfür gibt es den Trigger. Wenn es das Oszi selbst hinbekommt, ein stehendes Signal zu zeigen, hat es einen guten Automatiktrigger. Moderne Oszis haben das eigentlich alle. Diesem Oldtimer hier müsste man etwas auf die Sprünge helfen, indem man ein externes Triggersignal anschließt. Aber ja, ich möchte hier nicht weiter in die Tiefe gehen, da dies nichts mehr mit unserem Anwendungsfall hier zu tun hat. Ein Wort aber noch in diesem Zusammenhang, sogenannte Speicheroszilloskope, also moderne Geräte sind generell alle ausnahmslos Speicheroszilloskope, haben die Möglichkeit, sprichwörtlich auf die Pause-Taste zu drücken. Das aufgenommene Signal wird gespeichert und man kann es hin und her rollen und ganz wunderbar analysieren. Ich wurde berechtigterweise gefragt, ob denn der Messvorgang an sich nicht das gemessene Signal beeinflusst. Also, mein lieber Mann, Kompliment für diese Frage, denn das wird gerne mal übersehen. Bei unserem Anwendungsfall hier ist die Antwort einfach. Nein. Nein, weil der Einfluss wirklich zu vernachlässigen ist. Nur, wie funktioniert der Spaß überhaupt? Wenn ich eine Spannung zwischen A und B messe, baue ich hier keinen Kurzschluss über das Messgerät? Na, nee, mache ich nicht. Bei einer Spannungsmessung ist nämlich das Messgerät stets sehr hochohmig, es fließt also so gut wie kein Strom. Und daher kommt es auch nicht zu einem Kurzschluss. Anders sieht es aus, wenn man Strom messen möchte.
Hier würde ein hoher Widerstand das Messergebnis und die ganze Schaltung massiv beeinflussen, weil die direkte Strommessung nicht parallel, sondern in Reihe gemessen wird. Das Messgerät muss also in den Stromkreis eingebaut werden und daher ist die Strommessung stets niederohmig. Zum Ende noch ein paar Takte zum sogenannten Trenntrafo. Ja, oftmals wird getönt, dass man ja nichts ohne den Trenntrafo messen sollte. Das bedarf ein wenig Klärung, oder sagen wir es mal so, ich fühle mich animiert, meinen Senf dazu zu geben. Der Trenntrafo ist ein Transformator, den man auf der einen Seite an die normalen 230 Volt des Hausnetzes anschließt und der auch wieder 230 Volt herausgibt, normalerweise über eine normale Steckdose, die im Gehäuse des Trafos eingebaut ist. Wichtig ist, dass der Schutzleiter bei dieser Aktion absichtlich unterbrochen wird und Eingangs- sowie Ausgangsspannung eine sogenannte galvanische Trennung haben. Sie sind also nicht mechanisch über Drähte, sondern nur über das induzierte Magnetfeld des Trafos miteinander verbunden. So etwas setzt man dann ein, wenn die Gefahr besteht, beim daran angeschlossenen Gerät sich selbst unter eine gefährliche Spannung, eben 230 Volt, zu setzen. Denn wenn kein Schutzleiter angeschlossen ist, dann kann es über Erde auch keinen Schluss über unseren Körper geben. Ergo, wir stehen dann zwar voll unter Spannung, aber wir merken davon nichts, weil kein Strom fließen kann. Denkt mal wieder an das letzte Beispiel mit dem Phasenprüfer. Gefährlich wird es nur dann, wenn wir mit der anderen freien Hand auf ein Gegenpotenzial fassen, daher auch eine der Elektrikerregeln, eine Hand misst, die andere steckt in der Hosentasche. Wenn ihr mich jetzt aber fragen würdet, ob man sich so einen Trenntrafo anschaffen muss, um die hier gezeigten Messungen durchzuführen, Wenn es euer Gewissen beruhigt, dann ja. Wenn es nach mir geht, nein. Wir halten uns von der Steckdosenspannung fern und Punkt. Soviel nun erstmal zur Überprüfung des externen Amiga-Netzteils. Da kann man also als Laie schon einiges machen. Was wir als unausgebildete Hobbybastler jedoch nicht machen, das Gehäuse des Netzteils öffnen und drin herumfuhrwerken. Da kommt jetzt wieder der Zeigefinger. Hier drin werden 230 Volt verarbeitet und zwar stellenweise freiliegend. Auch wenn ich schon damit nerve, aber das ist lebensgefährlich. Es gibt einfach einen Punkt, an dem der Laie es gut sein lassen muss und sich entweder vom Fachmann Hilfe holt oder Ersatz beschafft. Und damit es zum Ende auch nochmal ganz klar ist, auch wenn es selbstverständlich sein sollte. Auch wenn ich euch nun animiert haben sollte, wenn ihr oder Dritte bei euren Aktionen Schaden erleidet oder Gerätschaften kaputt gehen, so ist das einzig und allein euer Problem und definitiv nicht meins. Musste gesagt werden, sorry. So, und jetzt sind wir uns wieder grün, hoffe ich zumindest. Sage Adele ciao und bye bye, bis zum nächsten Mal, euer Mick.